Hey, willkommen zur vierten Runde Minecraft Aura. Heute ganz alleine. Bedeutet wohl, dass ich höchstwahrscheinlich jetzt gleich sterben werde. Ich habe jetzt schon Angst. Achso, ja, ich bin ja noch tot, genau. Wiederbeleben. Ach, ist das schön. Ich hätte jetzt gelacht, wenn ich irgendwie in einem Baum oder so gespawnt wäre. Oh. Hier fehlen aber richtig viele Dinge. Oder gibt es irgendwie eine zweite? Da unten, ne? Ah ja, okay, ich nehme mir mal ein Schwert. Eine Angel brauche ich nicht, ein Eimer auch erstmal nicht. Gott, was ist das? Was ist das denn? Wo haben die das denn? Hier ist natürlich einiges passiert. Nehmen wir direkt mal ein paar Sticks, machen wir dann... Obwohl... Ah, nee, warte mal, da war doch noch was, genau. Das Problem... Oh Gott, ein Enderman. Das Problem ist... Ich glaube... Ah ne, Moment, es gibt, genau, die Farm wurde verlagert. Bedeutet, dass ich jetzt woanders Steine farmen kann. Nur die 4 Steine da drunter abbauen. Also ich schätze mal, er meint damit das hier? Ja. Ah ja. Das hast du echt schön gemacht, Mr. Moore. Richtig toll gemacht. Komm, ein noch. Ja, sehr gut. Mehr brauche ich auch gar nicht. Oh, eine Enderperle. Das ist ja nett von dir. Alter, ich hab so einen Schiss, ne? Der Enderman. Oh. Ja, er ist tot. Er ist tot und beamt sich ja nochmal 8 Jahre lang rum. Das ist natürlich auch geil. Der kann mich natürlich sofort töten mit einem Schlag oder 2 oder 3. Ich weiß es nicht. Also ich erinnere mich an Zeiten, da bin ich wirklich sofort getötet worden. Ich glaube sogar die erste Minecraft-Folge einer neuen... Season oder wie auch immer man das nennen soll. So, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Spitzhacke. Ich brauche eigentlich aber noch eine Axt. Ich bin ziemlich produktiv, ne? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das Spiel geht. So gut bin ich. Aber Varu ist ja schon lange her. Ich glaube, seitdem habe ich eigentlich gar nicht mehr richtig Minecraft gespielt. Also klar, ein bisschen PvP und so, aber halt nichts abbauen, nichts farmen, nichts craften. Geh weg. Geh bitte einfach weg. Oh Mann. Da wird immer noch paranoid. Was ist denn das? Immer diese Scheißgeräusche. Und warum ist eigentlich wirklich jedes Mal Nacht, wenn ich hier spiele? Ich bin mich ein bisschen verflucht. Warte mal. Ich kann mir die hier rausnehmen. Wir nehmen einfach mal beide. Falls ich runterfallen sollte, habe ich noch die Enderperle. Hä? Was ist denn hier geschehen? Hä? Okay. Keine Ahnung, was da passiert ist. Kann sein, also ich habe irgendwas von einem Creeper vernommen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das daran liegt. Deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal weg und packen den Eimer dann mal weg. Ja, okay. Sehr gut. Ich pack das hier rein. Da werden sie wohl als allererstes nachsuchen, schätze ich. Gut, da ist nichts mehr. Ich könnte jetzt hier hingehen natürlich und ein paar Viecher töten. Das probiere ich auch mal ganz kurz. Kann aber auch passieren, dass mir jetzt gleich irgendwas in die Luft fliegt. Ha! Oh, Alter, erschreckt mich doch nicht so, Spiel. Oh Gott, ich dachte, das wäre ein Enderman. Da wäre ich jetzt gerade auf jeden Fall verreckt. Alright, cool, ein bisschen Knochen. Oh ja, da... Komm. Ah, so ist besser. Oh Gott. Nein, 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 nein. Ist okay, beruhig dich. Ruhig, Brauner. Er ist tot. Er ist tot. Puh, sehr schön. Ich traue mich einfach mal. Obwohl, ich sollte erstmal irgendwie was zu essen suchen. Hier wurde ja schon einiges angepflanzt, auch unter anderem von mir. Das ist fertig, das ist fertig. Was bist du denn? Oh, ja, du bist ja süß. Ja, komm. Das ist, glaube ich, auch fertig. Das auch, das auch, das auch. Ich muss da erstmal ein Auge für entwickeln. Oh Gott, Alter. Was geschieht denn hier? Was ist hier los in der Matrix? Ein bisschen will ich natürlich auch essen. Wir müssten die Farm aber echt noch ein bisschen größer gestalten. Ich mache hier einfach alles voll.
Da freuen sich die Leute. So, jetzt esse ich. Ich muss auch regen. Eine Rüstung und so. Ist halt die Frage. Eine halbe? Ernsthaft? Das lohnt sich ja gar nicht. Eine giftige. Ah, die packe ich mal weg. So. Das packen wir weg. Das esse ich gleich. Den Bogen, den nehme ich jetzt lieber auch nicht mit. Ich will ja nicht hier alles verschwenden. Genau, was ich jetzt direkt mal machen kann, bevor ich da hinten Monster töte. Das ist eigentlich echt saudumm, wie ich gerade vorgegangen bin. Das hätte eigentlich das erste sein müssen, was ich machen sollte. Tun. Erstmal die Bäume abfarmen, denn je mehr Bäume ich fälle, desto mehr Holz und desto mehr Setzlinge finden wir eben. Und das ist schon relativ wichtig, glaube ich. Das ist ganz wichtig. Dich. Hört sich immer so nah an. Ich werde vielleicht auch in den nächsten Parts einen schönen Shader benutzen. Das wird wohl hiermit gehen. Hier auf dem Server, weil naja, hier nicht wirklich viel existiert. Die ganzen Tiere sind auch noch da. Ah, da gehe ich jetzt nicht hin. Der Baum ist auf jeden Fall weg. Den hier vielleicht noch. Was wächst denn da? Was ist das? Ist das irgendwie was zu essen für mich? Egal. Also weiter abbauen. So. Den Trick mit den Treppen habe ich auch mittlerweile gerallt. Keine Angst. Dass man lieber Treppen benutzt als irgendwie was anderes. So, warte mal. Gehen wir mal hier hoch. Ja, wo war denn das? Ach da, ups. Naja, meine Orientierung. Gut, das war's dann, glaube ich. Oh, was macht ihr denn da? Na? Ich find's erstaunlich, wie viele Monster hier rumlaufen. Woran liegt das? Dass sich das alles so auf eine ganz, ganz kleine Fläche begrenzt? Oder warum? Hier, ein bisschen für euch. Für euch ein bisschen doch was. Packe ich hier noch einen Baum hin. Packe ich hier noch einen Baum hin. Was ist das? Ist das für die Bäume? Nee, oder? Das wäre ein bisschen zu nah nebeneinander. Okay. Nicht unbedingt klug. Ja, egal. Egal. Erstmal kein Stress. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das dafür ist. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Lecker Karotten. Neue Pflanzen und eine essen. Das ist doch ein schönes System. Das könnten wir aber auch eigentlich mal in den nächsten Folgen noch ausbauen. Vielleicht auch sogar jetzt gleich schon. Ich weiß es nicht, wie viel Zeit mir bleibt. Ich will jetzt aber auf jeden Fall nochmal eben darüber. Ich baue das mal eben weiter. Das hatte, glaube ich, Simon angefangen. In seiner zweiten Folge. Nicht, dass gleich einer von hinten kommt. Ich habe echt Angst. Sir. Klar, wenn man die dickeren Blöcke benutzt, dann hat man den Vorteil, dass man nicht so leicht weggesnipert werden kann. Aber da hier sowieso keine Plattformen drumherum sind, ist das eigentlich relativ egal. Oh, genau. Ist ja immer noch in Gefahr, das Schaf. Wie gehe ich da am besten vor? Ach du Kacke. Ja, shit. Warte. In meiner ersten Folge habe ich übrigens hier einen Block hingesetzt. Und einige dachten, an die Kuh wäre deswegen gestorben. Ich meine, ist im Endeffekt auch. Aber das war eigentlich Herr Bergmann schuld, denn der hat die Kuh geschlagen. Ja, geil. Also ich will da echt nicht rummeckern, aber das ist eigentlich schon fast unmöglich. Also das heißt unmöglich. Ich kann die natürlich irgendwie mit Karotten oder so dahin drängen. Warte mal. Ja! Ha! Ach Mann! Ich hab's geschafft! Ich war sinnvoll! Ja! Sehr gut. Aber um die Tiere bitte kümmert euch mal darum. Ich habe keine Ahnung davon, deswegen solltet ihr das vielleicht tun. Jetzt sammle ich hier erstmal die Teile auf.
Ich hoffe einfach mal, dass es dafür... Als ob da was wachsen würde. Dass das dafür ist. Sir. Yeah. Ich kann ja auch noch mal ganz kurz fragen. Und zwar mit einem Schild. Sehe ich ja dann in deren... Obwohl das... obwohl die vor sind bis dahin leider nicht. Egal, ich mach's einfach trotzdem. Vielleicht antwortet mir dann einer in der Konfi. Wenn er das sieht. Am besten der, der es auch gebaut hat. Ist das hier überhaupt für die Bäume gedacht? Okay. Das sollte meine Frage beantworten. Das kann eigentlich auch weg, wenn ich das hier schon so pflanze. Und das hier ist ja eigentlich als Monster-Dingens gedacht. Das hatten wir ja schon gebaut. Ich werde jetzt einfach mal hingehen und den Bereich hier nutzen, um Essen anzubauen. Das ist sogar sehr, sehr sinnvoll, glaube ich. Kann man danach auch noch umrahmen mit ein paar Zäunen. Damit das jetzt toll ist. Ach, oh. Ach, Manuel. Was ist nur los mit dir? Geht das überhaupt hier drauf? Ne, ich brauche ja Erde, ne? Aber egal, ich baue erstmal so eine kleine Brücke. So. Zaun kann man dann eigentlich auch da hinstellen, aber das mache ich jetzt nicht. Kartoffeln am Arsch. Sind sowieso kacke. Wir sollten eigentlich nur Karotten anbauen. Ganz im Ernst. Ach, guck mal. Der erste Baum. Das ist ja schön. Das ist doch schön. Klappt auf jeden Fall. Ich brauche dann auch noch Wasser. Muss dann da so eine Verbindung legen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Wasser dahin muss. Keine Ahnung. Aber das sehe ich ja dann. Das sehe ich ja dann. Erde. Wo bist du? Ein Erde? 43 Erde. Ah, okay. Ich nehme einfach mal die Hälfte. Nicht, dass ich gleich runterfalle. Das wäre auch dezent dumm. Viel Zeit bleibt uns auch übrigens nicht mehr. Frage ist, wie macht man das denn überhaupt jetzt? Ich muss das doch dann einen höher bauen. Oder ich baue mich mit Wasser runter. Aber da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf. Deswegen machen wir das einfach echt so. Warte mal. Bin ich behindert? Ich jetzt gerade... Hä? Was ist mir denn da passiert? Ich wollte doch die Hälfte haben. Ich kacke. Oh, das war ja... Das war ein kritischer Unfall, Leute. Ich mache jetzt einfach mal so. Und dann müssen wir sogar noch das hier weiter ausbauen, damit da auch das Wasser hängen kann. Macht Sinn, ne? Ja, dann kann ich eigentlich die Plattform auch direkt ausbauen und dann erst gucken, dass man die Erde dahin pflanzt. Obwohl ich das Grundgerüst eigentlich diese Folge noch gerne fertig hätte. Ich weiß jetzt halt nur leider nicht, ob was an der Folgenlänge geändert wird, denn da sind wir gerade dabei, noch ein bisschen zu diskutieren. Deswegen höre ich jetzt erstmal auf. Wäre nett, wenn ihr den Part bewerten würdet. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Vielleicht mit einem Gast. Tschüss!